in Richtung Wertewandel und Bewusstsein zu arbeiten. Wir haben mit den Gemeinderäten einen Lehrgang gemacht, auch in Richtung nachhaltige Gemeinde. Und parallel dazu hat auch der Zukunftsrat sich diesen Themen gewidmet und auch in einer breiten Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen hinweg gemeinsam an einem Wertewandel und an einem Bewusstseinswandel gearbeitet. Ja, heute, 2040, bin ich besonders stolz, dass es gelungen ist, diesen Prozess 2020 zu starten und vor allem, dass auch alle mitgearbeitet haben und dass die Region heute eine Vorbildregion für andere Regionen ist. Und ja, wünsche euch natürlich alles Gute. Ich muss mich jetzt verabschieden, weil ich muss wieder zu unserem Seniorentreff. Und da ist es auch recht lustig. Viel Spaß. Na gut, die beiden werden uns dann wohl nicht mehr als reale Stütze dienen können in 20 Jahren. Sondern sie werden nur mehr virtuell durchs Museum führen. Genau, dann werden die Pappkameraden ausgedient, weil da werden dann Michael und Josef Haydn als Hologramm durchs Museum führen. Das wird spannend. Also was da alles möglich sein wird, bin ich schon gespannt. Und Sie werden nicht nur über die Vergangenheit reden, sondern Sie werden vor allem, und das ist der neue Ansatz in den Kultureinrichtungen generell, auch über die Zukunft reden müssen. Und das aber vielleicht gemeinsam mit Marc Aurel, ebenfalls in Hologrammform. Ja. Das wird spannend, wenn sich die dann über die Jahrhunderte hinweg über die Zukunft unterhalten. Das kann spannend werden. Ist schon großartig, ja, ja. Obwohl alle erwarten täten, dass wir uns im Grab umdrehen, aber ich habe gar keine Lust dazu. Nein, im Grab umdrehen müssen wir uns nicht. Wir können stolz sein, was da entstanden ist, was aufgebaut wurde, dass die ganze Region da mitmacht. Und wir brauchen uns nicht verstecken, auch international nicht. Als Heidenregion haben wir uns jetzt mittlerweile schon einen Namen gemacht, unsere Geburtsregion. Was sagen die Damen dazu? Ja. Einmal auf die Welt kommen müsste man noch können. Es ist wirklich so würdevoll hier geworden.